Aber wir haben hier viel nachgedacht und viel Coldplay gehört. Männer, ihr müsst immer darüber nachdenken, in welche Richtung euer Schwanz zeigt, wenn ihr irgendwo rumsteht. Warum weißt du nicht, wie man das Teil stopft, hä? Du bist eine Frau. Immer diese scheiß Ausreden von wegen Privatleben. Meine Mutter ist gestorben, ich muss arbeiten. Noch ein kleiner Bastard. Da rechts ist noch so ein schwarzer Bastard. Also, Entschuldigung. Jetzt weiß ich, was du mit Bartreiniger meinst. So richtig, es wird sich da so eine nackte Frau in deinen, oder Mann, auf den du sehr abfährst, weißt du, in deinen Gaumen so reinlegen und so, oh ja. Also richtig, richtig geil einfach. Aber, Bora! Das ist deren Plan. Wir haben hier irgendjemanden engagiert, der jetzt bohrt, wenn wir drehen, weil die uns so sehr hassen. Alter, das ist nervig. Jetzt hört er auf. Okay. Es geht alles, Rick. Es geht alles. Nein, es geht nicht. Doch. Du kannst nicht einfach so weggeflankt werden, dass du einen Backenzahn verlierst. Es geht nicht. Ja. Wir sitzen hier richtig auf dem Trockenen, was Billigfusel angeht. Das ist echt scheiße. Alter, du kannst doch nicht die Pro-Line in Dauerfeuer benutzen, Mann. Du musst den Burst-Modus benutzen. Der ist viel präziser und hat viel mehr DPS, Mann. Alter, bist du ein Kack-Noob. Ausschütten. Ich habe hier, eine Schale. Eine Schale. Aaron Troschke ist ein Arschloch. Ich habe kein Corona. Aus dem Fenster, Rick. Aus dem Fenster. Arianes Freunde sind anscheinend verantwortlich für den institutionellen Rassismus. Die sind anscheinend sehr mächtig, ihre Freunde. Und guckt mal, dieses Produkt aus Tansania zeigt Menschen aus Tansania. Zucker, dem Todfeind der Menschheit.